21. Februar. Henry kam zum Tee und wir spielten zusammen. Ich denke, dass Mama Henry allen meinen Freunden vorzieht, da der Pfarrer sein Vater ist. Wenn Henry kommt und Janet geöffnet hat, begibt sich Mama fast immer in die Halle. Ich höre ein bestimmtes Lachen, wenn sie fragt: Na, wie geht es deinem Vater und deiner Mutter? Sind alle deine Brüder und Schwestern gesund? Wenn Henry gegangen ist, kommt sie ins Kinderzimmer und erkundigt sich, was Henry erzählt hat. Falls er etwas über den Vater erwähnt, will sie das immer alles wissen. Mildred sagt, Mama liebt Skandale. Sie übernahm dieses Wort von Ethel, die es wiederum von ihrem Vater gelernt hat. Doch glaube ich, dass sie kaum weiß, was man darunter versteht. Als ich sie nämlich fragte, was das zu bedeuten hätte, wurde sie wieder frech und schickte mich zur Großmutter. Ich sah im Wörterbuch nach und darin stand Anstößigkeit durch die Fehler anderer. Diese Worte klangen seltsam für mich und ich beschloss, unter Fehler nachzuschlagen. Darunter war zu lesen, Fehler, der durch falsches Platzieren des Balls beim Rasentennis entsteht. Und noch vieles andere. Ich bat Mildred, mir zu erklären, was das Wort Kanon mit dem Pfarrer zu tun hätte. Weißt du nicht, dass der Pfarrer ein Domherr ist? Und hast du noch nie das Wort Kanonikus gehört, du Dummkopf? Sie schnitt eine Grimasse und lachte. Ich wünschte, Mildred wäre nicht so ein Quälgeist,